Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir in diesem Video eine Möglichkeit aufzeigen, wie man auf ganz einfache Weise Zeit sparen kann beim Trainieren und man gleichzeitig Abwechslung und Fortschritte da reinbekommt. Mehr erfährst du nach dem Intro. Bis gleich. Du kennst vielleicht folgende Situation. Du gehst trainieren, hast nicht so viel Zeit und würdest natürlich am liebsten in kürzester Zeit dein Training absolvieren, weil du noch viele andere Dinge um die Ohren hast. Gleichzeitig musst du aber zwischen den einzelnen Trainingssätzen pausieren. Man sagt ja 2 bis 3 Minuten, idealerweise beim Kraftsport, beim Krafttraining. Und du hast das Gefühl, die Zeit vergeht nicht, du hast eigentlich Besseres zu tun. Aber gleichzeitig möchtest du natürlich trotzdem auch Abwechslung in deinem Programm haben und natürlich Fortschritte, denn du willst ja dein Ziel erreichen. Ziel erreichen, abnehmen beispielsweise, flacheren Bauch, straffere Arme, schönere Beine. Und das ist ja der Grund, weshalb du das Training machst, damit du besser aussiehst danach. Ja? So, und ich möchte dir jetzt eine Möglichkeit aufzeigen, die ich auch mit meinen Klienten sehr oft einsetze, wie du das alles verbinden kannst, dass du also Zeit sparst und dass du Abwechslung reinkriegst und dass du auch Fortschritte machst. Und zwar ist die Lösung für das, eine kleine Lösung hierfür sind sogenannte Supersätze. Ich möchte dir gleich was dazu sagen, was Supersätze sind. Und Supersätze, wie es der Name schon sagt, es geht um die Sätze, es geht nicht um die Übung an sich, sondern die Art und Weise, wie du die ausführst, mit wie vielen Wiederholungen, wie viel Gewicht und so weiter, in welcher Reihenfolge. Und dieses Thema Supersätze passt genau in meinen fünften, in den Schritt 5 meiner Erfolgsformel, wo es nämlich genau darum geht, zu staffeln, die Sätze aufzustaffeln, die Konstellation der Trainingssätze, wie man das ideal macht, um das Optimum natürlich dabei herauszuholen. Ja? Und ich möchte dir jetzt kurz mal etwas zu den Supersätzen sagen. Ja? Hört sich spektakulär an, der Begriff Supersätze. Und der besagt eigentlich Folgendes. Und zwar geht es darum, dass man 2 Übungen, die unterschiedliche Muskelgruppen erreichen, die irgendwie zusammengehören, aber die Gegenspieler sind, sogenannte Gegenspieler-Antagonisten. Das ist beispielsweise hier der Bizeps vorne und hinten der Trizeps. Ja? Oder vorn beim Oberschenkel die Vorderseite und hinten die Oberschenkelrückseite. Das sind Muskeln, die unterschiedliche Funktionen haben und sich dabei ergänzen. Der eine beugt, der andere streckt beispielsweise den Arm. Ja? Und bei Supersätzen macht man jetzt Folgendes. Man wechselt von Satz zu Satz die Übung ab. Das heißt, ich mache beispielsweise einen Satz enges Bankdrücken für die Trizepse hier hinten. Ich zeige dir die Übung mal kurz, hier blende die mal kurz ein. Und wenn der Satz vorbei ist, mache ich eine kurze Pause und mache direkt danach eine Bizepsübung, zum Beispiel Langhantelcurls im Stehen. Ja, und auf diese Weise habe ich also die Möglichkeit, folgende Vorteile abzugreifen. Ich möchte die mal hier kurz skizzieren. Zum einen haben wir eine Zeitersparnis. Zeitersparnis deshalb, weil normalerweise ist es ja so, wenn du jetzt enges Bankdrücken, unsere erste Übung, ja, wenn du die jetzt nur enges Bankdrücken ausführst, machst du ja einen Satz, dann machst du eine Pause von 2 bis 3 Minuten, dann kommt der nächste Satz, dann wieder eine Pause, 2 bis 3 Minuten. So, und dadurch, dass wir das jetzt natürlich abwechselnd machen, kann die Pause sehr kurz sein. Das heißt, du machst enges Bankdrücken und dann machst du höchstens 30 Sekunden eine Pause und gehst dann an die Bizepsübung. Während du den Bizeps trainierst, also den Gegenspieler, kann sich ja trotzdem der Trizeps beim engen Bankdrücken erholen. Das heißt, wir kommen auf unsere Gesamtpause für den Trizeps beim engen Bankdrücken, aber wir machen total nicht so viel Pause. Also in der Zwischenzeit, in den Sätzen machen wir also nicht 3 Minuten, sondern wir haben nur wenige Sekunden im Prinzip die Pausen und können also in der gleichen Zeit wesentlich mehr schaffen, wesentlich mehr absolvieren. Hat den Vorteil, du verschwendest nicht so viel Zeit, hast auch nicht das Gefühl, dass du viel Zeit verschwendest und trainierst aber trotzdem sinnvoll. Es würde jetzt keinen Sinn machen, die Pausen beispielsweise nur beim engen Bankdrücken zu verkürzen.
Ich habe ja schon mal gesagt, dass die Pausen zwischen den Sätzen auch sehr wichtig sind, damit du dann bei dem nächsten Satz die richtige Power wieder hast. Ja? Es würde also nicht reichen, jetzt zwischen den engen Bankdrückensätzen nur 30 Sekunden Pause zu machen. Das würde dir gar nichts bringen. Im Gegenteil, die Power wäre noch nicht zurück und du würdest keine optimalen Ergebnisse damit erzielen. Dann haben wir natürlich als zweiten Riesen Vorteil, die Variation. Du kennst sicherlich schon eins, oder das ist ja eines meiner drei Grundprinzipien des Trainings: Progression, also permanente Fortschritte, genügend Regeneration und Variation. Und Variation ist ein ganz großer Schlüssel für Fortschritte beim Training. Das heißt, Abwechslung muss da rein. Und diese Abwechslung ist wichtig mental, dass man also nicht immer diese gleichen Programme abspult, jedes Mal das Gleiche, sondern dass man also was Neues bringt. Neue Übungen, neue Reihenfolgen, neue Satzzusammenstellungen, hier wie zum Beispiel bei den Supersätzen. Ja? Und das hat den Riesenvorteil, dass es erstens keine Langeweile gibt und zweitens, dass der Körper permanent mit neuen Belastungen konfrontiert wird und so noch besser sich eigentlich an das Training anpasst und besser wird dadurch. Ja, und dich zum Ziel führt, zu deinem Ziel beispielsweise abzunehmen, über Muskelmasse. So, dann haben wir natürlich als nächsten Punkt neue Reize. Das geht nochmal ein bisschen mit auf diesen ersten, also auf den vorherigen Punkt hier, Variation. Neue Reize, wie ich schon sagte, im Sinne von abwechselnden Übungen, von abwechselnden Trainingsintensitäten, abwechselnden oder unterschiedlichen Pausendauern. Ja? Also es ist ein neuer Reiz für den Körper, worauf der natürlich dann reagiert. Wenn du immer dasselbe machst, und davon kenne ich sehr viele Leute, die machen Woche ein, Woche aus, Monat ein, Monat aus, Jahr für Jahr fast immer dieselben Programme oder sehr ähnliche, und wundern sich, dass sie nicht vorankommen, wundern sich, dass sie nicht ihr Ziel erreichen, weil sie gar nicht variieren und weil sie auch keine neuen Reize setzen. Mit Supersätzen geht das hervorragend. Das heißt nicht, dass du die jetzt permanent machen musst, dass du nur noch mit Supersätzen arbeitest, aber du solltest sie hin und wieder in jedes zweite, dritte, vierte Training einstreuen. Und du musst es dann auch beim Training nicht bei jeder Übung machen, sondern wenn es sich anbietet, dass beispielsweise eine Muskelgruppenkombination da ist, beispielsweise an einem Tag Bizeps und Trizeps auf dem Plan hast oder zum Beispiel Brustmuskeln und die Rückenmuskeln hier hinten auf dem Plan hast, dann hast du ja die Gegenspieler in einer Trainingseinheit und dann kannst du Supersätze ideal einsetzen. Und ich will es nochmal kurz wiederholen, Fortschritte du provozierst durch neue Reize Fortschritte und das ist es, worum es geht. Wir machen das Training ja nicht, um uns daran zu erfreuen, Hanteln zu schwingen, sondern wir machen das Ganze, um ein Ergebnis zu erzielen, um unser Ziel zu erreichen und das ist das Ganze. Wenn dich mehr dazu interessiert, zu meinem System, die Supersätze waren ja jetzt wirklich nur ein kleiner Ausschnitt aus meinem Riesenrepertoire, dann lade ich dich herzlich ein in mein Webinar. Schau mal bitte unter das Video oder irgendwie an der Seite. Findest du eine Möglichkeit? Melde dich da an, trag dich ein, unverbindlich, such dir einen Termin aus. Zieh dir das mal rein bitte. Das geht circa eine Stunde. Und deine Sichtweise über Trainieren und Ernährung und Ziele erreichen beim Abnehmen wird sich gravierend verändern. Du wirst bestimmte Dinge erkennen, auf die es ankommt, die man einsetzen kann. Und wie man auch tatsächlich dann mit relativ wenig Aufwand seine Ziele erreicht. Wenn du eine Frage hast zu diesem Thema Supersätze, dann frag mich gern, stell die Frage in die Kommentare unter das Video. Ansonsten, wenn dir das Video weiterhilft oder dir gefallen hat, gib einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, klicke auf die Glocke, denn dann wirst du informiert, wenn das nächste Video kommt. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, dein Jörn Giersberg.